ein riesiges Gelände. Lustigerweise überall Polizei-Flatterband. Na denn, wenn wir mal gucken. Es nimmt kein Ende und überall kommt die Urbex Expedition mehr. Das gibt's doch gar nicht. Die Maske immer noch nicht mitgenommen. So. Eine Förderschule und ein, ich glaube, Flüchtlingsaufnahmeheim. Alles auf einer großen, die zweite Präposition, alles auf einem großen Gelände, das wäre das richtige Wort gewesen. Sexy. Nicht immer nur auf die Kamera gucken, auch, ne? Ah, Mann. Au. So. Ach, Stück. Ist doch gar nicht. Ich fühle mich hier heimisch. Ich spiele doch mit der Pille.
Dating. The obvious, aber hey. Wenn jeder The obvious kennte, wüsste oder Bescheid wüsste, dann gäbe es ja keine nervigen Probleme. Und ich falle über eine verdammte Tischplatte. Ist echt. Oh Gott! Meine Güte! Was ist denn hier los? Meine Fresse. Ich werde auch gleich bald Gewisch wegmobbt hier echt. Wer hat zuletzt Pizza gebacken? Niemand hat den Ofen geputzt. Verdammt, sieht doch ganz okay aus, Herrgott. Oh, tote Biene. Aber ansonsten sieht er doch ganz okay aus. Leute mit Ansprüchen immer. Es gibt gar Bilder, wie es in der Schublade auszusehen hat. Nichts falsch machen kann. Ja. Aber zur Not gibt es ja einen Notruf, ne? Wichtig, wichtig. Der Penis muss erigiert und eingeführt werden für Befruchtung. Wohlgemerkt kann man sich bei Befruchtung den Artikel aussparen. Ja, von mir aus. Wichtig ist ja auch nur Nummer 6, das ist die Mittagspause. Oder was sagt der Herz der Herr dafür? Das ist alles. Der Penis muss eingeführt werden, ne? Mhm. Genau. Erigiert, wohlgemerkt. Ja. Ich hoffe jetzt nicht gleich hier, aber prinzipiell ist es richtig. Prinzipiell. Erigiert steht da. Erigiert, ach so. Oh, nee, das kann ich nicht. Einfach nur Fahrräder aufhängen. Letzteres ist ja das Wahrscheinlichste, ne? Aber ich gehe mit der sensationsheißerischen böse Kinder oder Schlachtereitier. Muss man ja auch machen, wenn ich sage, ne? Sonst viel zu wenig kontrovers. Hier schaut der UX Expedient nach fremde Leute Müll. Hier kommt er ungeplant um die Ecke. Folterkeller ist, den wir hier gefunden haben, dann weiß ich auch nicht, wo die ganzen Klicks herkommen. Meine Güte, tropft das hier um. Oh, Reifenhandel. Ja, immerhin. Reifenhandel. Ja. Einzelreifen.com. Nee. Habe ich jetzt nicht gesagt, völlig unbezahlte Werbung. Das wollen wir nicht sehen. Besser Abschluss als Sido. So. Grüße an alle, die sich wiedererkennen. Oh Gott, hast du mich erschrocken? Was machst du denn da?
Alter! Alter, du Instagram-Photoshopper, du. Ja. Alter! Kommt da mit dem blöden Maxi-Cosi um die Ecke hier, meine Güte. Ja, ja, du kannst doch nicht einfach plötzlich Maxi-Cosi tragen, hier in die Ecke kommen. Ich erschrecke mich total. Wer soll hier Maxi-Cosi tragen, bitte? Hochgradig kreativ, ein Schwammtuch Spongy zu nennen, mein Gott. Oh ja. Stopp, stopp, Gedanken, Gedanken, stopp. Könntest du nicht mal um jede Ecke rumschleichen, bitte? Voll das klingonische Buttlet. Die Menschheit mag schwarze Glasscherben und Style. Cool. Fällt nur auf, wenn man im Schatten ein bisschen spielt. Wenn mir irgendwas auf den Sack geht, sind das nicht zwei rosa Streifen und ganz gewiss nicht deine Mutter. Aber wenn hier irgendwo steht, nicht öffnen, ja, das triggert doch. Da macht man den Scheiß auf und es ist, ja, bitte, Schimmelreiniger. Das bringt's. Humanity at its finest. So ein, zwei haben wir ja wenigstens noch. Ernsthaft. Nicht umfallen, nirgendwo gegenschüsseln. Bisschen Rücksicht halten, das reicht. Brauche ich nicht lesen. Meine Güte. In den Badewege, willst du schwimmen was? Ei, Bagger. Achso, Nichtschwimmer sollten nicht da schwimmen, wo zu tief ist. Ja. Selbsterhaltungstrieb wird auch überbewertet. Meine Güte. Ich möchte eine Runde pennen hier, Mensch. Wen möchtest, magst du gern, ja? Das ist sauberer als andere Dinger, ne? Eine gute Nacht wünsche ich vor dich. Hier kann man sich so schön embryomäßig da reinkuscheln. Genau, kannst du mit der Decke rüber und kannst du hier chillen. Ne? Wenn wir Opa halt machen, ja. Super, Bettdecken. Was tust du? Bettdecken jetzt. Kinder noch anziehen. Ups, warte, ich schon. Schon. Ja, ist alles voll. Alles Bettwäsche, okay. Bettwäsche mit Nussis drin. Tschüss. Ja. Dritte, zweite, 22. Guck mal, der ist sogar noch gut. Ja. Der ist noch nicht hochgekommen. Yippie, ein bisschen Wurst. Guck mal, die ist sogar noch gut. 24.01. Kannst du mitnehmen. Guck mal, das ist normalerweise, gehen die doch hoch. Boah, nein, möchte ich nicht. Heute Abend schön aufs Brot stehen? Nee, ganz bestimmt nicht, Alter. Hier, gerade hat hier irgendjemand hier die Pralinen aufgefressen. Das ist ein bisschen schade, ne? Oh, hier, oh da die ist. Klingt jetzt nicht mehr gut hier, die Lebensmittel hier. Oh, hier da. Ja, den Kuchenteig auch nicht. Und der war schon wahrscheinlich kurz vorm Exitus, als er gekauft wurde. Oh, stimmt ihr, Alina, nicht? Was du auch immer wieder für Dinge auftust, ja? Das würde ich alles so finden. Ja, ich muss ja auch irgendeinen Schuldigen finden. Und der Typ, da ist halt nicht. Oh. Oh.
jetzt rieche ich es auch. Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ganz ehrlich, das riecht. Wie viel Heizkörper hier los? Taube, ich weiß keine Ahnung. Woher Heizkörper was du nehmen, Mensch? Gott noch. Eins da. Boah. Neues Stockwerk, neues Glück. Ist ein bisschen blutig hier alles. Was hier wohl passiert ist, hier muss eine Metzelei, hier hat jemand mit dem Langlaufski wen erstochen, da bin ich mir sicher. Alter, da stand ja Standwehr, hör auf. Oh Gott! Ist das Kacke da auf dem? Ja, ich glaube, es ist scheiße. Ah, Mensch, halt! Ich mache ganz ehrlich. Es entbehrt nicht eines gewissen Styles. Aber draufgeschissen? Aber ganz ehrlich, im wahrsten Sinne des Wortes draufgeschissen auf die gute Ernährung, ne? Alter. Alter, ich kann meinen Blick nicht abwenden. Ja. Ach Gott. Ach. Draufgeschissen. Eigentlich ein schöner Balkon hier. Da hat der Profi gerade ein Foto gemacht. Hast du das gesehen? Der Profi. Ja. Folgt ihm mal. Übrigens, ich bin ein cooler Typ. Es stinkt. Oder hinten geht's zur Ficke. Wohlgemerkt nicht ficken. Und selbst wenn, werde ich es jetzt nicht zeigen, ja, damit das hier monetarisiert bleibt. So ficken. Ich hab's fürchten. So. Es steht da aber nicht, ne? Also. Gucken wir mal, ob ein völlig unerreichend Geräusch. Geht aber noch. Ein Fernseher. War sonst zum Glück nichts, wir haben schon Schlimmeres gesehen hier. Immerhin wird es hier freundlich rosa, da sind wir gespannt. Oh, endlich Schuhe. Ich dachte schon, es ist kein Lost Place. Oh. Puh, haben wir da auch einen Haken dran machen können. Gell, der Kollege. Ja, er kann es einfach. Hör mal, was kann, dann soll man das auch machen übrigens. Ne? Das ist schon okay. Indoor-Fahrradständer, Turnstudio. Schläge denn darauf? Quälungsraum? Ah, wahrscheinlich eine Folterkammer. Ja. Folterkammer hier. Böse Kinder. P oder PJ. Das gibt's gar nicht. Ich guck durch ein fucking Gott, Fenster. Das gibt's doch wohl nicht. Enter. War mal schön verglast, bevor es jemand etwas binärfarbiger pigmentiert hat.
Früher war auch mehr Lametta. Oh nee, das ist das billige Plastiklametta, das ist nicht das schöne. Immerhin Lametta. Grün. Nein, du musst auch den grünen. Ach so. Mann, du hast die. Oh Herrgott, noch eins. Du darfst die. Na, ich bin jetzt dran. Ja, was ist denn da los? Von grün auf grün. Der ist halt wie eine 6 hier, der mogelt sich ja an zurecht, der Kollege hier. So, ich schlag dich erstmal, wir haben ja dein Grün gelesen. So. Ne, Weiß hat immer recht, was und vom Schacht, ne? Und so, ja. Nur vom Schacht, das ist nicht rassistisch. Oha, mal gucken, wen ich hier alles drauf von wegzensiere hier. Hauptsächlich sowas wie TikTok. Wenn sich eine Freude längst vergangener Zeit vielleicht doch mal mitnehmen soll, man könnte schwach werden bei solchen Geschichten, so ein Anachronismus wie Lametta, das waren noch Zeiten da. Interessanter Raum. Ja, wenn man, das ist viel zu groß hier, man kann einfach nicht beim zweiten Mal erst filmen, man muss hier vorher. Oh nein, halt, dann guck ich nicht rein, dann guck ich nicht an. Dein Sinn für Ordnung ist nahe beängstigend. Das sieht nicht aus. Unglaublich. Du machst sauber für deine Instagram-Fotos jetzt. Ganz ehrlich, ihr müsst ihn auch mal abonnieren, ehrlich. Ne, ganz ehrlich, folgt ihm mal auf Instagram, wird da eingeblendet. Alter, hör auf! Ah, Gott! Ich muss mich in eine Rettungsdecke kuscheln. Wie das wirklich geht. Ne? Ja, nicht Videoschnippeln und so. Ne? Eigentlich ächzt man sich hier so durch.
Ja, die Anleitung ist noch drin, ist ja quasi neuwertig. Also wenn wir kleiner zeigen, als das dann neuwertig, wenn man sich das hier so anguckt. Mindestens besser als neu, schon mal auseinandergebaut, einfacher zum Einbauen. Ich zieh mal so ein Bett hier oben rein, mach mal ein Foto von dir. Ich hab Angst vor diesen kleinen Viechern, weißt du? Wie heißt das Ding? Selbstbewusstsein. Mama kann ja mal Pause drücken. Ein Leitfaden. Zu unserem Land, das gibt's ja gar nicht. Das ist zensiert. Ja, und selbst dem Staff müsste man erklären, wie das mit Wasserhähnen funktioniert. Mann, die Menschheit, ich habe schon wieder Zweifel. Zweifel habe ich. Die Grundregeln des Straßenverkehrs, so eine Ampel. Echt schade, dass man hier nicht hupen kann und Vorfahrt hat. Ne? Das würde manche Sachen echt vereinfachen. Ich hoffe mal, es ist von selbst umgefallen. Nein. Der Übergang zwischen der Förderschule, dem Flüchtlingsaufnahmeheim und irgendwelcher anderen Organisation, die sich hier zwischendurch mal aufgehalten haben, der ist echt fließend. Ich kann immer nie genau sagen, wo man denn jetzt hier gerade ist. Überall auf dem Gelände verteilt sind so kleine Verschläge mit allerhand Zeugs drin.
Oh Gott, Mensch. Seid ihr bei Instagram? Ja. Ja, wenn wir austauschen, können wir mal Bilder gucken. Warte mal. Ich wollte ja auch hin. Ich mach. Ganz viele Menschen, abonniert euch alle lieb gegenseitig. Viel Freude. Darüber nachdenke, ist das moderne Lexikon gar kein so zeitloser Titel. Ich meine, das Buch wird irgendwann alt. Ich meine, ne? Hätte man es von Haus aus irgendwie das veraltete Lexikon genannt, dann wäre das deutlich länger aktuell gewesen, der Titel. Nein. Klassenbuch, ich hab so eins mal verloren, als ich Klassenbuchführer war. Hör auf, das gab richtig, richtig. Da gab's mal eine 6 oder so. Erstaunlich viele Akten aus der Schulzeit hier noch, die hier rumliegen. Man sieht auch, ob das so Sinn der Sache ist hier. Pflanze. Kaffee. Ich hab den Überblick verloren, da hinten rein. Du, das kommt mir gerade nicht bekannt vor, aber hey, ich habe so viele Häuser hier schon gesehen. Herrgott, ist das groß. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Dann sind wir die Erdbeeren. Man glaubt sie nicht. Hätte man das viel früher gefunden, hätte man sich auch zurechtfinden können, ne? Naja.
Dschungels. Ist auch schon lange her, dass man sowas mal gesehen hat. So, Gar Franz muss ganz, ganz, ganz dringend angerufen werden. Ich hätte das keiner vergessen. Das wäre ja eine Katastrophe. Da, was? Nice. Das, komm, komm rollen. Über 1,90. Komm, du schaffst es. Über 1,90, du schaffst es. Es hängt. Also augenscheinlich bist du nur 1,85 dann, ne? Geh nicht. Ja, bitte doch. Ne? So. Endlich mal jemand, endlich, der lesen kann. Respekt. At most one. Kann ich ja nicht sehen. Respekt. Die Lichtschalter sind ziemlich cool eigentlich. Habe ich vorher noch nie gesehen. Diese Sorte Pasta. Geh nicht. Ja. Man weiß nicht. Wenn ich das Offensichtliche auch immer sofort wüsste, so wie andere Leute, ne? Das wäre ja hilfreich. Hast du morgen was vor oder so? Ich hab da so ein Haus. Hast du? Oh nee, das wird nicht mehr fertig. Das wird nicht mehr fertig, wenn wir uns wieder anlegen. Das ist eine Lebensaufgabe besorgt, hast du dir. Da ist keiner mehr da. Da ist auch keiner mehr da. Ah, hier liegen die alle. So, und die feiern eine Party hier. Alter. Das ist schon. Bisschen arg datenschutzgeschichtlich problematisch hier, würde ich mal sagen. Ja, ich meine, da machen sich jetzt aber auf eine Tastatur defekt schreiben, wenn die nicht mehr geht. Ne? Aber so ein, zwei Sachen hier hätte man tatsächlich wirklich. Das ist Angela Merkel. Ich weiß, ganz ehrlich, darf man sowas hier rumfliegen lassen? Wer hat denn da nicht aufgepasst? Was ist denn das für ein. Wo ist das? Aufgeschrieben wird das 79. Das hat hier Stacheln gekriegt. Aus wie Erdnussflips. Okay, jetzt muss das. Ui! Nice. Fast ein Tor. Also, wenn wir definiert hätten, was ein Tor ist. Sieht sie da aus, ja. Meine Güte. Also, bestimmte Geschichten finde ich, sollte man hier echt nicht rumliegen lassen. Wildentengruft, Frikadellen, Blumenkohl, Erdbeerquark, Apfelquittengelee, mein Gott. Das ist ein Klassenbuch Ernährung. Boah, Alter, was es nicht alles gibt. Und unser Eins kauft immer nur das Fertigschauzeug von Edeka und man sieht ja, wohin das führt. Also, man läuft durch alte Gebäude. Das ist tatsächlich ein geschlossener Kühlschrank. Ja. Außenbrauner Wesen, innen weiße Ware.
waren noch Zeiten, als man nur ein Composite-Videosignal brauchte, wahrscheinlich noch monochrom. Mal gucken, was er hier gerade fotografiert hat und was hast du da fotografiert? Den Namen. Winderwerkstatt hier. Ja, fast zumindest. Es fehlt diese. Ja, gut. Ich mag mir komische Gedanken machen. Hui. Schuhe. Mhm. Das Bier. Ich weiß nicht, ob das so gut zusammengeht. Deutscher Reportagefilm Deutschlandspiegel. Gar nicht genau, wo wir uns jetzt auf diesem riesigen Gelände befinden. Nicht hier. Vielleicht finde ich sogar den Ausgang wieder. Ja, noch künstlicher Spannung brauchen wir, glaube ich, nicht jetzt. Ah, da ist er. Bereit für etwas Fetisch mit USB-Kabel. Bondage.
Auf dem gynäkologischen Stuhl. Hast selbst in die Fresse gehauen. Immer aufpassen beim Wählen. Bis Weihnachten sehr. Was ist denn hier passiert? Genau. K7 VT4A Plus, prone to fail, das gute Stück normalerweise. Ich habe es stöhnen gehört, ach, von hier kommt das. Bälleparadies abgeholt, der möglichst schnell ernervt. Möglichst schnell ernervt. Ja, aber hier kann man tatsächlich noch mal Kind sein, ohne dass es irgendein. Ach, da hinten, das schaffen wir gefährlich. Ja, Bälleparadies, wa? Draufgeschissen. Beschreibt die Menschheit mit einem Wort. Oh nee, ey, draufgeschissen. Ist das ekelhaft. Irgendjemand mal demnächst vorhat, campen zu gehen. Hier gibt's all das Zeugs, was man nicht mehr kaufen kann. Also vielleicht schon, aber es ist nicht mehr erlaubt. Denke ich mal. Für alle Leute, die richtig wählen, ist es nicht mehr erlaubt.
abschmecken, probieren und sich als halber ablüften. Ja, die Flatulenz. Normal, aha, alles andere ist also nicht normal. Da kann man sich ja jetzt hier, ne, der Gender-Rassist schon wieder was denken. Ja, neorassistisch würde ich sagen. Das war früher nicht rassistisch, heute ist es das. Oha, die Beikoch-Ausbildung, meine Güte. Was ist das? Zollstation. Na, viel Spaß mit solchen Toys. Ja. Das sieht ja nach Bondage aus. Na, Sado. Na bitte, ja, lieber auch dir das aus Maso nicht vergessen. Weil sonst ist man nur der Gemeine. Liköre, ne? Sekt, Schaumwein, da gibt es Alkohol. Guck mal, Biere, Wein, Arten der Gedecke. Stamper, Schwenker. Geil. Hält erst auf, Mann. Hier. Und ich glaube, das kann man zu einer CD-Rolling-Packung gehört haben. Vielleicht bei 2.0? Nee, das lassen wir besser nicht. Stellen das mal in alten Kaffee oder so. Kann auch Tabak sein. Getränke, jetzt Getränke. Das sind Getränke? Getränke. Ah. Zwei Latte bitte. Erdinger Weizen, 2,50, aber günstig, ja. Ja, aber zwei Latte bitte, also zwei für mich, ich weiß nicht, was du willst. Wir hoffen, diese einstündige kleine Exkursion hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Man kann den Rohschnitt hinter mir gerade noch sehen. Uff, das war ein Akt. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch gern. Habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis bald. Ich hab das Däumchen vergessen. Und wenn ihr mögt, vergebt noch ein Däumchen. Dankeschön.